Willkommen zur 120. Folge der Let's Play-Serie. Ich bin hier auf dem Rückweg von der letzten Crash-Zeit. Das war Cruiser, glaube ich. Ja, ist soweit auch ganz gut gelaufen. Emma hat auch wieder ein paar Punkte eingesammelt. Wir sind auf den Heimweg. Ja, ich habe auch ein kleines bisschen, naja, wobei so klein ist das nun auch schon nicht mehr. Sophia hat sich verletzt. Seine ist auch noch gar nicht ganz wiederhergestellt. Muss ich mal gucken, wie das weitergehen soll. Grundsätzlich habe ich natürlich zwei Möglichkeiten. Zwei Crash-Sites habe ich noch. Außerdem ist hier irgendwo in dem Bereich noch ein UFO unterwegs. Das hat sich denn, bevor ich rankam, mit meinen Abfangjägern Richtung Ozean verdrückt. Ich habe hier schon die Evex hingeschickt. Ja, mal gucken, wo das Ding wieder auftaucht. Ja, ich habe hier noch eine Cruiser-Crash-Site und hier, das war eine Missile-Korvette. Tja, und gut, hier, wie gesagt, das Ding, wo immer das auftaucht, das weiß ich jetzt noch nicht. Ja, ist von hier Richtung Amerika geflogen, aber mal sehen. Vielleicht muss ich ihn ja dann auch über dem Ozean abschießen, weiß man noch nicht. Tja, ich habe natürlich schon ein bisschen nachgedacht hier in der Pause, was ich mache. Ich sehe halt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Den Cruiser, der ist natürlich schön um die Ecke, wäre eine gute Möglichkeit. Der liegt auch noch problemlos im Tag, zur Tagzeit ist er erreichbar. Das könnte ich grundsätzlich dann machen, so wie ich das momentan habe vom Setup, eben mit Emma und naja gut, Sophia müsste ich sicher austauschen. Hier die Heavies haben auch ein bisschen abgekriegt. Ja, mal gucken, wie ich das mache. Ist halt doch ein bisschen. Aber das kriege ich schon rumgetauscht. Kein Problem. Ich habe ja doch ein paar Leute mehr. Das geht. Die Alternative wäre natürlich, ich schnapp mir Elsa und nehme hier die Missile Corvette. Und ich muss sagen, eigentlich diesen zweiten Fall, den bevorzuge ich denn doch gerade ein bisschen. Emma ist mit ihren 111 Stärke natürlich noch nicht ansatzweise da irgendwie in der Nähe vom Cap. Aber sie ist ja schon ganz gut. Zumindest was die Stärke angeht, bei den anderen Sachen hier, vor allem Time Units und Hitpoints, ist er halt auch noch ein Stück zurück. Aber andererseits ist er eben inzwischen doch in der Höhe, wo ich, das hat man eben in der letzten Mission auch gesehen, also Cruiser, das geht, ist völlig problemlos mit ihr. Und ich denke, wenn ich dann noch dickere Pötte angehen würde, da kann ich sie vielleicht sogar auch schon mitnehmen. Das ist irgendwie schon durchaus nutzbar. Mit Elsa, naja, das kann man nun wahrlich noch nicht sagen. Die war bisher bei einer Mission dabei. Da hat sie sich nur denn gerade mal hier so auf die 50 Stärke gerettet. Die ist sicherlich wirklich quasi zu 100% Mitläufer. Aber da wäre halt gerade eben dieser kleine Pott hier ideal, um ihr da ein paar Punkte zu geben, weil das sollte eben auch mit den neuen anderen ganz gut gehen. Und sie läuft mit, holt sich ein paar Punkte ab. Und ich denke, das werde ich auch machen. Auch hier sollte das mit der Tageszeit ganz gut passen. Wenn ich lande und die Leute austausche und dann eben da nach Amerika fliege, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Ich werde das so mal angehen. Also fliegt da mal hin. So, jetzt sind sie gelandet und dann wollen wir mal gucken, was wir hier so umzubauen haben. Ein bisschen ist es ja eben schon. Also zum einen tauschen wir halt Emma gegen Elsa aus. Dann brauche ich einen neuen Sniper. Ja, langsam wird es dann doch eng hier mit den Leuten. Aber naja, es wird schon wird schon noch gehen. Jetzt brauche ich, muss ich einen nehmen, den ich überhaupt noch nicht da hatte. Chloe und Gerhard sind momentan noch die Sniper und Sophia und Sanne sind ja eigentlich meine, na, ich sag mal, Stammsniper. Na gut, nehme ich mal Niklas mit. So, jetzt habe ich ja doch einige noch in Reserve. So, das heißt, dann brauche ich jetzt noch zwei neue Heavies. Ihr müsst das leider auch abgeben. Naja, gut, da kommt es nur am Ende nicht so genau drauf an. Das kann hier mal der Dimitri machen. Und dann nehmen wir den Patrick noch mit oder Truls. Sieht denn das hier aus? Ich weiß nicht, mit den Rüstungen, das ist immer so. Sieht fast aus, als ob Patrick auch noch ein bisschen mehr brauchen könnte, wobei Reflex mit dem Heavy, das kann ich natürlich auch vergessen. Egal. Komm mal ran. Du wirst also Heavy. Ja, insuffizient, ich weiß. Und Dimitri auch. So, na dann hoffen wir mal, dass wir das hier alles ordentlich gespeichert haben.
Sieht soweit ganz gut aus. Da sind die zwei neuen Heavys. Niklas als Sniper, naja, der kriegt das auch hin. So, und bei Elsa, na gut. Es ist natürlich dann ein bisschen okay. Die muss quasi alles wegwerfen. Das ist halt so. Magazin kann sie vielleicht noch übrig behalten, aber dann war es das schon. Naja, was soll's. Kriegen wir schon so hin, dass sie jeweils ein Wechselmagazin passt. Ja, ansonsten habe ich mir auch noch überlegt, mir ist das gar nicht so ganz klar geworden. Das war eigentlich so ein bisschen so Hinweis von Sharon. Ich habe ja doch eine Menge immer von den Schockgranaten und auch Raketen mit mir mitgeführt. Boah, ich finde die eigentlich ganz gut, die sind recht stark. Ja, aber ehrlich gesagt, mir ist gar nicht so ganz aufgefallen, was ich da eigentlich gemacht habe, weil die eben von den Kosten doch nicht so ganz ohne sind. Gut, es ist jetzt nicht gigantisch, wenn ich hier die Schockgranate nehme, ein Alenium, aber es summiert sich halt, so wie ich die Dinger rausgehauen habe. Da kommt dann eben doch einiges zusammen. Bei der Rakete sind es sogar zwei. Also ich denke, da sollte ich mich schon ein bisschen zurückhalten. Zumindest deutlich stärker, als ich das bisher getan habe. Ich muss ja in dieser Phase so gut wie nichts mehr übernehmen. Ich weiß nicht, irgendwelche Terrorfritzen da vielleicht oder irgendwie sowas, aber das war's dann auch. Und insofern sollte ich da sicherlich eher da meine Strategie mal ein bisschen wechseln, weil das ist einfach keine gute Idee. Also wenn da doch noch mal einer rumrennt, irgendwann Schockgranate ist schon nicht schlecht, aber beispielsweise eben diese Advanced Fusion Grenades, die machen wirklich sehr, sehr hohen Schaden dafür, dass sie eben nur Granate sind. Das ist schon ganz ordentlich und ja, das reicht eigentlich auch. Jetzt werde ich das mal jetzt hier so speichern. Jetzt ist er um einen überladen. Das reicht im Grunde auch. Ich weiß gar nicht, so viel Schockgranaten. Also eine werde ich im Maximum mitnehmen, habe ich mir überlegt. Und genau genommen braucht eigentlich nicht mal unbedingt jeder so ein Ding. Aber naja, die Alternativen wären, wo haben wir die denn hier? Ich glaube, ja. Diese beispielsweise, das sind hier die Stun-Grenades, aber das ist ja auch, wie gesagt, ich muss keinen übernehmen. Aber diese chemischen Granaten, die sollte ich denn vielleicht eben doch mal näher in Erwägung ziehen. Ja, weil die sind, glaube ich, nicht so teuer. Werden wir mal gleich mal gucken, was das für Material kostet. Die haben halt auch den Vorteil, die gehen an Schilden vorbei, weil die Masse ihres Schadens machen sie mit Gasschaden, wenn man sieht, da oben 10. Chemical und Gas Damage, das sind halt 80. Ja. Ich glaube, die sind gar nicht so übel. Gut, Unterschied ist natürlich hier im Vergleich hier zu den Fusion Grenades. Die haben halt 200 Schaden, das ist natürlich deutlich mehr als die 80 Gasschaden. Aber die werden halt durch Schilde reduziert und nicht zu so knapp. Und naja. Ich werde sicherlich die Fusion Granates, ich glaube schon, dass das meine primäre Schadensgranate bleiben wird. Werde sie sicher auch nutzen, habe es ja hier und da auch schon mal getan, um irgendwelche Wände wegzusprengen. Da sind die wirklich gut. Die sind auch nicht so teuer, kosten auch kein Alenium. Aber ich werde einfach dann mal ein paar von den chemischen Granaten mit einstecken. Im Moment kann ich das nicht, schlicht und ergreifend, weil ich keine habe. Und naja, hier sind es auch gar nicht mehr so viel, wie man sieht, von denen. Da kann ich auch schon mal wieder welche nachbauen. Naja, von den Fusion und von den chemischen, das werde ich mal machen. Gut, lassen wir das erstmal für den Moment so. Ich habe ja halt die chemischen noch nicht und werde da jetzt sicherlich auch nicht drauf warten. Die Sniper haben eigentlich auch viel zu viel Schock, ja, ist so. Das brauchen sie nur wirklich nicht. Dann gebe ich ihnen lieber für den Moment mal hier noch einen Rauch zusätzlich mit. So. Du auch. Sieht bei Jack aus, der hat wahrscheinlich, oh, wobei das ist, der hat nicht so viel. Naja, der braucht aber dann auch gar, der braucht eigentlich gar keine Schockgranate. Und die Dinger gilt eigentlich das Gleiche. Die sind schon ganz ordentlich, aber da ich ja keinen mehr so richtig Betäuben übernehmen muss, würde ich an der Stelle auch eher auf die Raketen gehen. Hier die, wo haben wir sie denn? Die chemischen.
finde, ich sehe, das ist die Heavy Sun Rocket und das hier sollte die Heavy Chemical Rocket sein. Ja, das als eine Variante. Die Alternative wäre natürlich durchaus auch, ich habe ja in Masse hier diese AP Fusion Rockets. Ich könnte natürlich auch die Standard Rockets davon nehmen, die HE-Varianten. Wie sieht das hier? So. Die macht natürlich nicht ganz so den Schaden wie die andere, aber dafür verteilt sie in einem recht großen Bereich. Hier haben wir Radius 4 und 330 Schaden und hier ist halt der Radius 1. Und ja, boah, jetzt sehe ich gerade, aber der Unterschied ist schon groß. Ist das wirklich hier 330 und hier, boah, das ist ja fast das Doppelte, was die AP-Variante macht. Das ist natürlich schon heftig, dass das so groß der Unterschied ist. Das war mir eigentlich noch gar nicht so ganz bewusst. Aber nun gut, die AP-Waffen, also die AP-Raketen, die sind schon gut, wenn ich sie halt gegen einzelne Ziele, Panzer vor allem einsetze oder ja. Discs oder so ein Kram. Aber der Bereich ist halt sehr klein und ein paar Bereichsgranaten, Raketen, viel mehr, hätte ich schon noch gern dabei. Da habe ich zuletzt meistens dann die Shock Rockets eingesetzt, aber ich glaube, das war eben so eine keine so tolle Idee wie in den anderen Fällen. Also ja, wie bei den Granaten. Und die Frage ist dann natürlich, gehe ich denn eben als sozusagen Flächenschadenrakete eher auf die Fusion Rocket? 330 Brandschaden, Radius 4. Und die Alternative, hier ist er, ich bin schon wieder irgendwo durcheinander. Das sind eben 190 Schaden, naja, das ist grob die Hälfte, so in etwa. Ja. Aber da kommt halt noch der Gasschaden dazu, denke ich mal, unten 80. Ja, weiß gar nicht. Zählt das denn beides zusammen, wenn sie trifft? Also zum einen der direkte Schaden als chemischer Schaden und dazu der Gasschaden. Sprich, ich habe dann insgesamt 270. Na gut, das ist sicherlich auch die Frage, wie das von Rüstung, Schilden oder so gefressen wird. Aber naja, trotzdem, irgendwie gefällt mir das schon ganz gut. Da würde ich vielleicht auch noch welche bauen. Und dann mitnehmen. Im Moment kann ich es noch nicht. Aber gut, wie ich jetzt hier auch sehe, Mensch, der hat so viel Luft, was das Gewicht angeht. Da sollte ich auch noch mal schauen, dass ich da was hinkriege Richtung den dicken Rauchgranaten, weil er könnte die locker schleppen. Das wäre gar kein Problem. Jetzt schaue ich gerade mal vom Material. Die hat Alenium Alloys. Das ist nur echt kein Problem. Dann werden wir davon mal hier 20 einplanen, vielleicht können wir sie irgendwo ja doch mal einsetzen. Es hat mich ja doch, als ich das gesehen hatte, ziemlich erschrocken, dass die Gewicht 2 haben und nun wirklich nicht, wahrlich nicht besser sind als eben die Advanced Smoke Grenades. Zumal die Advanced Smoke Grenades nicht mal Material brauchen, eben halt ein bisschen ja, Credits. Wenn ich das hier sehe, oh Mist, jetzt habe ich schon was gesehen, da wollte ich gar nicht hin. Der braucht halt Alloys, aber na gut. Ein Alloy. Und ich habe eigentlich eine Menge. Trotzdem, wenn ich das jetzt sehe, da komme ich schon fast wieder mehr ins Grübeln. Aber na gut, wollen wir mal sehen. Wir nehmen die mal mit und werden das mal vergleichen. Der Bereich ist ja auch ein kleines bisschen größer, wo die wirken. Das ist vielleicht doch ganz in Ordnung. So, wenn ich die chemische sehe hier, dann stelle ich gerade fest, dass die also einfach wird es gar nicht sein. Die brauchen nämlich eine Blattgranate von den Aliens. Naja, und da habe ich gerade mal eine. Also, ich denke, das kann ich vergessen. So als Masse einzusetzen, das wird nicht funktionieren. Ja, naja, gut, das ist natürlich irgendwie auch ziemlich ärgerlich. Warum ist denn das eigentlich jetzt so? Na gut, es ist, wie es ist. So einfach sind die guten Dinger halt nicht zu bekommen, aber na gut, bei den Fusion Grenades ist ja auch bloß, naja, da sieht man eben auch, die brauchen eben auch Alenium. Warte mal, wo sind denn da Advanced Fusion bei der Basis, die brauchen Alloys. Naja, ich denke, dann gehe ich ja doch so als Flächenrakete auf die Fusion Grenade. Ja, die chemische, die braucht ja einfach doch zu viel. Sachen, die ich nicht habe. In Masse schon gar nicht. Also bauen wir mal hier noch ein paar dazu. Na, wird alles nicht so lange dauern, denke ich mal.
Das war die Granatensache. Und bei Raketen wird mich sicher hier das Gleiche ereilen. Ja, der braucht auch eine Blattgranate, also was ein Wahnsinn. Naja, gut, okay. Da hätte ich mich fast entschlossen, die zu nutzen und dann doch mal zu probieren, aber ich glaube, das ist hier direkt wieder vom Tisch, weil bei diesem Materialbedarf entfällt das schlecht weg. Das kann ich vielleicht theoretisch hier und da mal ausnahmsweise benutzen, aber da muss, wenn die so selten sind vom Material, das ist ja dann eher was irgendwie, keine Ahnung, für High-Value-Targets oder wenn da wirklich irgendwie die Luft brennt. Aber ja, das ist ein bisschen, na gut, keine Ahnung, warum ich jetzt so wenig von dem Blattgranat bisher hatte. Wer weiß, vielleicht sind die bei den Terrorfritzen oder irgendwo so dabei. Da hatte ich ja nur noch nicht so viel. Naja, sei es drum. Jetzt hatte ich denn eigentlich auch was durcheinander gebracht. Granaten und Raketen sehe ich gerade. Diese Fusion-Granate, das sollte ja eigentlich ja meine Flächenrakete sein. Was er natürlich nicht ist, weil es eine Granate ist. Okay, aber dann machen wir es richtig. Sollte ja denn hier diese sein. Das sollte meine Flächenrakete werden. So, aber die Granate hier, das ist so schlecht wieder nicht, weil aus denen kommen ja denn hier die entsprechenden Advanced Fusion Granates raus. Allerdings, wenn ich jetzt hier sehe, dass die ja auch Alenium braucht, meine Fresse, das wird aber eine Materialschlacht werden. Alloys und Credits ist nun wahrlich nicht das Problem. Aber Alenium, das ist schon das Problem, weil ja, das fällt halt nicht vom Himmel. Das kommt auch relativ selten vor. Ich krieg's, glaube ich, beim Zerlegen von UFO-Teilen raus. Aber ja, wenn man eben sieht, vier Alenium aus den UFOs. Hier sind sogar nur drei oder zwei. Das ist ja ziemlich dünn. Ich glaube, ich krieg auch ein bisschen, wenn ich die Crash-Sites raide. Aber das ist ja alles so kleine Mengen. Das kann noch ein Problem werden. Tja, aber ich meine ja, jetzt kommt mir schon der Gedanke, da muss ich halt mit den Dingern ein bisschen vorsichtig umgehen. Aber Entschuldigung, wir sind doch hier im Krieg mit den Aliens, da fange ich doch nicht an. Naja, also der Gedanke gefällt mir eigentlich überhaupt nicht, der mir da gerade so kommt. Na gut, wie auch immer. Die Dinger werden hier noch zerlegt. Die Fusion Rockets, das wird dann sicherlich das nächste sein, weil ich damit eben die Schock Rockets teilweise ersetzen will und hier die Smoke Granate und Fusion Granate, das wird auch gehen. Mit den Teilen hier, naja, mal gucken. Aber das ist dann eher was für die Folgemission, würde ich sagen. Jo, passt. Ihr könnt hier erstmal noch so, ach so, Moment, nee, stimmt nicht, die Assaults habe ich ja noch gar nicht aufgeräumt. Die haben natürlich das gleiche Problem, dass er eben hier sinnlos Schock-Rockets drin hat. Schock ist jetzt einmal, was haue ich denn die ständig durcheinander? Das ist ja übel. Das eine lasse ich mal drin. Vier Rauch reichen auch. Da geht denn hier auch mal noch eine von den Granaten mit rein. Mein Gott, so viele Granaten habe ich da eigentlich auch noch nie geworfen. Da erscheint es mir sinnvoller, doch ein bisschen was mit den Magazinen zu machen. Die habe ich auch bitter nötig. Und die kriege ich hier auch rein von einer Menge. Wenn ich ihn doch ein bisschen mehr brauche, sollte das eigentlich ganz gut passen. So, das kannst du mal so nehmen hier. Carmen und Emily habe ich dabei, sehe ich gerade. Die waren ja irgendwann auch mal Auszubildende, aber jetzt sind sie doch nahezu vollwertig. Ich weiß nicht, ob sie da bei Accuracy und Reflexes auch schon capped sind. Das ist ein bisschen ja, immer durch die Rüstung. Da leicht verschoben. Egal. Wird schon gehen. So, Elsa, es geht los. Schnall dich an. Ach, da ist jetzt auch schon der. Ja, das hatte ich ja schon gesehen. Die standen da gerade schon beieinander. Alle beide. Gut, denn machen wir mal hier. Erstmal machen würde. Erst ging gar nichts und dann ging es plötzlich. Okay, dann mach du hier die Smoke Grenade. Du, die Fusion Rocket, wie gesagt, die Fusion Granate, das wäre ja dann eher, damit ich dann nochmal ein paar von den Advanced bauen kann, aber naja, mal gucken, wie das denn wird. Jetzt mache ich mir schon wieder tierische Sorgen, muss ich zugeben, wegen dem Material, dass das irgendwann nicht reicht, aber ich kann es ja eh nicht ändern. Zieh mal das mal weiter so durch. Okay,
Dann kann ich ja auch direkt hinfliegen, würde ich sagen. Komm mal her. Wo ist denn mein schöner Schreik hier? Auf geht's. Das ist zwar im Moment noch in der Nacht, aber ich habe ja normalerweise so in etwa, oder kommt er doch schon hier? Ja, da unten sind sie. Launch Interceptors. Hunter Drake. Sonder. Ach na komm, das ist der letzte. Dann könnt ihr einen Hauptschiffflieger dazu nehmen. Wo sind sie denn hin? Na toll. Ach, da ist er. Moment. Ist natürlich noch sehr, sehr weit über. Oh, der dreht wieder sonst wohin. Ob ich den da jemals nicht das sehe, was der da treibt. Ich glaube, das kann ich alles vergessen. Der macht hier nur Unsinn über Wasser. Und über Land kriege ich ihn sowieso nicht. Das ist natürlich extrem Pech. Vor allen Dingen, dass der hier gleich. Oh, da kann ich schon wieder ärgern. Aber na gut, so ist es dann halt mal. Komm, mach weg. Ja, dass der da so viel negative Effekte gemacht hat in so einer kurzen Zeit, so ein Mist. Wird er noch nicht über Land, aber na gut, man kann nicht immer Glück haben. Das ist natürlich gerade sehr, sehr schlecht gelaufen, muss man sagen, aber nun gut, so ist es denn halt mal. So, wo hat er uns denn jetzt hingebracht hier? Okay, wir sind in der Ecke und wir sind wieder falsch. Wieder falsch rum. Ah je. Da die das nie lernen werden, hier diese Schreikpiloten. So, na denn, wollen wir mal hier mit Kate langsam losziehen, würde ich sagen. Nichts zu sehen hier. Ach, das kann man so nicht sagen. Ein Haridan. Oh, der ist sogar niedergehalten. Ha! Tja, Kollege. Das sieht denn nicht gut aus für dich. 45. Ja, da darf ich nicht hin. Bis hier kann ich. Kann ich auch bis hier? Nee, das geht nicht wegen Drehen. Okay, dann gehen wir bis hier. Ich fürchte, da bleibt nicht viel übrig von dem Haridana. Das war zwar die Annahme, Befürchtung, was auch immer, aber es hat leider nicht ganz gepasst. Na gut, so ist es dann halt mal. Dann ist aber nicht schlimm, der hat heftig was drin, ist niedergehalten, da kriege ich auf jeden Fall hin. Wo ist denn eigentlich hier unser Küken? Da ist die Elsa. Bis hier. Oh Gott. Was für ein Wahnsinn. Mensch, 35 Time-Limit, das ist aber auch. Naja, das ist durch die Rüstung, ne? Naja, also, wenn ich denn hier Sentinel hab, dann kriegt die ja die nächste Mission, glaube ich, schon. Ich wollte gerade sagen Buzzard, aber da habe ich natürlich das Problem, dass die Buzzard wieder so viel wiegt. Ach, das ist aber auch nicht einfach. Aber mit Sentinel müsste es gehen, ja. Naja, komm, du musst halt hier irgendwie durch die Mission. Wir werden das schon hinkriegen. Hoppel ein bisschen rum, was soll's. Okay, dann macht das hier Carmen, würde ich vorschlagen. Lauf mal hier durch, Carmen. 41, ach, da machen wir doch lieber einfache Schüsse. Ach, Schüsse, ja, brauchen wir gar nicht. Alles klar, so. Gut, ich würde sagen, ja, den Panzer, den werde ich mal vorne rausbringen. Das kriege ich schon hin. Die da ich jetzt noch sind, die kriege ich beiseite, das wird kein Problem sein. Okay, Jack haben wir hier. Mal überlegen. Ach komm, du hockst dich mal dahin. Scharfschütze geht dahinter, falls hier irgendeiner zuckt. Und Jack würde ich denn, tja, das ist gar nicht so einfach. Was würde ich denn eigentlich? Doch ein bisschen hier vor sogar. Irgendwie, naja. Ein bisschen sehr weit. Irgendwie traue ich mich dann doch nicht so ganz, muss ich zugeben. Aber hier ans Haus ran, das wäre natürlich eigentlich schon, glaube ich, ganz vernünftig. Naja, komm mal her. Lauf mal hier durch. Ach, da hast du wen gefunden. Ah, da steht ein Haridan drin. Na gut. Den komme ich jetzt eh nicht ran. Da ist auch der Zivilist und viele, viele Regale im Weg. Ja, dann war das schon soweit okay. Die Frage, es kommt ja vorne oder hinten raus.
muss mich auf jeden Fall so aufstellen, dass er mich nicht erwischt. Ich denke, durch das Fenster hier, da soll er nicht hinkommen. Und dann würde ich sagen, da geht mal der Heavy dann auch noch hinterher. Dimitri, den Harry dann müssen wir erwischen, das ist klar, ne? Okay, so. Ja, eigentlich wollte ich den Panzer vorne rausbringen, aber jetzt würde ich fast sagen, hier so ein bisschen in die Richtung, dem Bereich, das erscheint mir fast sinnvoller, weil wo soll der hier vorne hin? Ne, wir machen das mal ruhig so. Schießen kann ich denn nicht mehr. Ah, ich sollte auch so, dass der Harry ja mich nicht beschießen kann. Der stand hier, ne? Also bis hier sollte das eigentlich gehen. Na komm her. Oder mach mal so. Ja, naja, hat's versucht, aber naja, das war eigentlich ich nicht wirklich verwunderlich. Oh, dann haben wir von da hinten was gekriegt. Na gut, dann ist das so. Dann würde ich sagen, na, wenn der hier durchgeschossen hat, Mensch. Na gut, der hat ja auch nicht getroffen. Ne? Da kommt mir ja schon die Überlegung, na, warte mal. 75%. Ja, das geht nicht. Wenn wir hier 22 machen, wir nicht, das ist Unsinn. Komm ran hier. Naja, wobei hier, na, wobei, nee, dann braucht er, das wird nicht gehen. Für ihn. Wenn ich nach hier gehe und mich hinhocke, ich meine, hinten ist ja einer, das weiß ich ja jetzt schon. Dann kommen wir hier hingehockt. Mal sehen, was da geht. So, und den Scharfschützen zu denen hier hinten noch zu bringen, macht ganz sicher Sinn. Hockst dich da auch hin. So, und Elsa. Ja, du bist da ein bisschen irgendwie. Fällt mir alles nicht so. Na gut. Jetzt sollte ich auch mal ein bisschen anders hinbringen. Der Harry Dan hat da noch ein paar andere Ziele gefunden. Und der Typ auch. Ich spiele noch ein bisschen mit den Zivilisten. Was machst du da? Da war jetzt aber nichts. Hier unten war aber was, da bin ich sicher. Da und hier war aber eben nichts, auch nichts. Okay, also Nummer 1, hier der Haridan, das ist der wichtigste. Dafür muss ich ihn erstmal aufklären. Wenn der noch hier irgendwo steht, habe ich natürlich gute Möglichkeiten per Heavy hier hinten durchs Fenster. Aber ich muss ihn sehen. Und das ist nicht so einfach. Gut, dann Jack. Oh, das mal so. Jetzt habe ich sowas gesehen. Den da hinten. Ach, das ist hoch. So ein Schwarzer. Das ist ein Terror-Harry da, ne? Aber dachte ich mir schon fast. So vom dem Schuss. Oh nein, jetzt hockt er da direkt hinter der Tür. Das könnte ich natürlich gar nicht brauchen. Oh, jetzt muss ich aber mal genau rechnen. Ich wollte eigentlich hier reingehen und die Idee dachte ich denn, dass ich vor dem noch geschützt bin. Jetzt bin ich natürlich so, dass ich da auf keinen Fall stehen bleiben kann. Wegen dem Knaben da hinten. Ich habe jetzt 48. Wenn ich noch einen Schritt nach vorne gehe, dann kann ich eine Salve schießen. 44 und dann kann ich halt nicht mehr den. Na, dann kann ich gar nicht mehr schießen. Ne, das reicht auch nicht zur 15, aber ich muss sowieso davor. Na klar, ich kann da auf keinen Fall stehen bleiben. Also machen wir das so. Aus der Entfernung mit dem Gaussgewehr, das müsste ja reichen. So, dann brauche ich dich hier schon gar nicht mehr. Schlecht eigentlich. 43. Wenn ich bis hier hingehe, dann kann ich noch mal schießen. Aber hinter der Ecke hier hin, boah, ich weiß nicht so recht. Da ist so viel Zeug im Weg. Na egal, komm. Versuchen das mal. Block 100%. Da ist nicht so viel Block. Der muss ja nur niedergehalten werden. So, das haben wir sicher geschafft. Okay, Kate. Dann gehst du, naja, wobei, aufpassen.
Der Panzer sollte dann hier ja drauf schießen. Ich habe noch einen Scharfschützen. Und da hinten, die werden nicht rankommen. Der steht, glaube ich, hier. Da habe ich von hier keine Chance. Na gut, komm mal ran hier. Gehen wir schon hin. Hock dich da hin. Was auf dem Weg wegräumen. Naja, viel habe ich nicht weggeräumt. Ich hatte auch hier irgendwas gehofft. Naja, waren schon ein paar Treffer, aber nicht so viele. Nicht so viele. Oh, was ist das denn hier? Wie bitte Block? Was ist denn das für ein Mist? Ich hocke direkt noch. Naja, es ist nicht so ganz direkt, ne? Aber das ist ja wieder ein Käse. Ist das Block 90%? Ja, ist es. Und ich hocke direkt hinter der Deckung. Ey, das kann doch wohl nicht sein. Naja, es ist nicht so direkt, ne, wenn ich hier rüber schießen würde. Aber Mensch, ich bin direkt auf dem Feld dahinter. Schräg, aber das darf mich doch nicht behindern. Jetzt habe ich schon Sorge, wenn ich jetzt... Na gut, ich kann von da sowieso nicht schießen. Muss ich mich gar nicht sorgen. Also steh auf. Kommst du jetzt rüber? Das ist immer noch 90% Block. Ach, was für ein Käse. Ach, Mensch. Kannst du noch weg, Panzer hier? Ja, kannst du. Aber das ist doch wieder übel. Ja, und jetzt ist da vorne das Ding im Weg, natürlich. Könnt ihr schon wieder fluchen. Ja. Das, die saß so schön und... Ach Mensch, was sind denn das nur immer für komische Sachen hier? Das ist doch einfach nur ärgerlich. So, jetzt haben wir hier, Patrick noch. Der könnte es natürlich auch noch da bei ihm versuchen, aber da ist dann Kate im Weg. Ich könnte, naja, das ist ja auch alles, das ist hochgradig gefährlich. Egal, wenn ich nach hier gehe, dann bin ich zumindest von hier geschützt. Getroffen werden sollte ich eigentlich nicht können, aber niedergehalten mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ging einiges drauf. Ja, wieder gehalten, dachte ich mir schon. Okay. So. Tja, naja, und die anderen. Da ist auch Block. Block, 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 Block. Ja, da braucht er also auch gar nicht schießen. Völlig albern. Naja, der hat eigentlich ziemlich viel Deckung. Wenn ich von hier bin, 31, dann kann ich noch die Salve schießen. Muss mich ja noch drehen. Oh Mann. So, ich fürchte, hier ist der Zivilist im Weg. Jo. Also manchmal kommt aber auch alles zusammen. Ah. Tja, na gut, die Entfernung ist natürlich auch gewaltig hier, das muss man schon sagen. Er ist niedergehalten, aber das wird mir natürlich nicht besonders viel weiterhelfen. Und was da hier alles für Zeug im Weg ist, da habe ich kaum Chancen. Da sollte ich wahrscheinlich eher irgendwo da ran und noch ein bisschen rauf. Du kannst nicht mehr. Gerhard könnte noch. Nehme ich den Scharfschützen zum Raufwerfen, ne? Weil der Knabe hier hinter allem so weit sich schützt. Naja, wobei, guck mal, wenn ich das so mache. 95. Das war gar nicht schlecht. Naja, da hat das Hocken sicher geholfen. Ach Mensch, das wäre so schön, wenn das mit ihr auch ginge. Ich fürchte nur, der Zivilist sitzt da im Weg, oder? Nein, sitzt da nicht. Nicht so richtig. Naja, bisschen schon. Und das Ding stört natürlich auch hier. Okay, dann machen wir das anders. Ja, das stört das nächste. Versuchen wir es einfach mal. Das hat sogar funktioniert, aber das ist natürlich so ein Terror. Was ist denn das jetzt wieder? Ach, mach das Ding weg da. Braucht kein Mensch. Ich habe ja noch Emily.
Die hockt natürlich eigentlich auch sehr schön, hätte da eine schöne Erhöhung ihrer Trefferchance, aber der blöde Zivilist hockt natürlich auch da genau davor. Schon wieder nur am Fluchen, aber ich meine, guckt es euch doch mal an, wie soll man da nicht fluchen? Nee, mal bis hier. Versuchen wir es mal, aber nee. Nee, nee, nee. Klappt nicht. Jetzt habe ich Elsa noch, aber na gut. Geh mal hier hin. Elsa schützt sich da mal zumindest so ein bisschen. Und dann wollen wir mal sehen, was da rauskommt. Der Haridan ist ziemlich schlecht im Schießen. Aha. Ja, gut, wenn er das so macht, liebe Leute. Denn, was war das denn? Also den hier hinten, das kann ich ja noch verstehen. Der hat natürlich auch einen Haufen Zeug im Weg, aber der hier, das war da einfach nur doof. Ne? Naja, gut. Wollen wir uns nicht beschweren. Ach, schade. Leser, wie sieht denn das aus hier? Da könnte ich, das ist sogar in Reichweite, ja. Und er sagt, es ist nichts im Weg, halt, er schwebt da. Aber dann schieße ich doch. Das sind doch ein paar schöne Schüsse, die Chancen sind nicht groß, aber er ist in Reichweite. Macht doch Sinn. Ja. Oh Mann. Na gut. Oh ja, ich schieße da lieber auf dem Ding da rum. Aber sie hat ja auch schon zweimal getroffen, das muss man ja auch sagen. Gar nicht so übel. So, wo kam der eigentlich her? Kam der von hier raus? Das habe ich eigentlich gar nicht richtig gesehen. Der taucht hier plötzlich auf. Na gut, der Reihe nach. Erstmal haben wir den natürlich hier noch zu versorgen. Der ist natürlich nach wie vor da sehr gut geschützt. Allerdings, wenn ich bis hier hin, bis dahin kann ich nicht, aber bis hier schon. Ja. Puls Minigun auf die Entfernung. Das war zwar, naja, so nah war es jetzt nicht, aber es war ausreichend nah, würde ich sagen. Okay, der Knabe ist Geschichte. Mensch, wir haben viele Haridans. Ein Haridan, der zweite. Da ist der dritte. Und da stimmt, da war auch ein Haridan. Ich habe schon vier Haridans. Mensch, das ist doch nur so eine kleine Missakorvette. Sind da so viele Haridans drin? Das ist ja ein Ding. Okay. Naja. Ich würde sagen, Kate vielleicht. Na, wobei Kate war niedergehalten. Die hat nicht so viele Punkte. Denn wohl am ehesten noch Carmen, oder? Komm mal her. Eine kleine Salve und tschüss. Okay, passt. Da habe ich mir jetzt mehr Sorgen gemacht, muss ich sagen, hier. Vor allen Dingen er hier. Also, das war nicht so toll. Eine Woche Schießtraining, Kollege. So, hier ist die Karte zu Ende. Dann wird wohl auch keiner hier hinten sein. Also zumindest nicht gespawnt ist da sicherlich keiner, da bin ich sicher. Die wären vorgekommen. Kann natürlich noch mal einer dahinter rennen, aber na gut. So, das heißt, ich würde mal hier so ein bisschen vorrücken. Tja, dann geht es sicher hier noch eine ganze Ecke nach da hinten weiter, ja. Ist auch so. Gut, ein bisschen verteilen wäre vielleicht angesagt. Wir haben also Billions ja auch. Da können dann auch mal noch irgendwo hier rüber angerannt kommen. Ja, da muss ich entsprechend vorsichtig sein. Dann würde ich sagen, du guckst dann mal in diese Richtung. Guck dich dahin. Naja, das ist natürlich auch alles hier ganz schön. Also, das stören halt die Dinger alle dann irgendwo mit Sicherheit. Aber egal. Jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen, wenn ich mich hier dahinter hocke, dann ist das eigentlich toll, weil ich ja das ganze Gebiet abgecken muss, aber inzwischen weiß ich ja, hier über so einen Schrägen, da ist das hier 100% oder fast 100% Deckung. Da kann ich mich nicht dahinter hocken. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich könnte mich hier hin, aber das glaube ich auch nicht, weil zwei hintereinander ist, glaube ich, auch, naja, egal, mal gucken.
macht das trotzdem. Geschützt sein müsste ich denn ja zumindest. Du musst noch woanders hin, Chloe, das ist logisch. Gehst du erstmal nach hier? Vielleicht finden wir ja noch was im Flug, ja. Haben wir schon was gefunden, sehr gut. Da hinten ist ein Reaper, ein Omega. Gut, der wird wahrscheinlich bald angerannt kommen. Dann gehen wir mal hier dahinter. Dann muss ich hier natürlich so stehen bleiben. Nee, da habe ich keine Chance. Stehen bleiben oder nicht, das wird nicht funktionieren. Naja, mal sehen. Der ist ja noch relativ weit weg, muss ja erst mal ankommen. Jetzt ziehen wir den Panzer mal hier ein bisschen in die Richtung vor. Niklas, naja, das ist natürlich irgendwie auch alles. Vielleicht, wenn der Reaper kommt, gehen wir mal hier hin. Emily, die sitzt jetzt auch nicht gut. Die sollte hier ein bisschen dahin halten. Guckst du mal da lang, hock dich hin. Patrick mit seiner Heavy. Du versteckst, na, ich weiß nicht, komm mal hier hin. Elsa. Komm, geh mal Oliver weg da, man weiß nicht, was da noch kommt. So, da ist der Omega, ich habe ihn gesehen. Hier war er irgendwo, hier so glaube ich. Wie die immer genau wissen, wie weit mein Sichtfeld geht, das mag ich ja überhaupt nicht, aber naja, was soll's. So, der ist da, meinetwegen. Das wird mir keine schlaflosen Nächte bereiten. Der soll mal hier ruhig kommen, aber er kannte vielleicht, naja, wobei, da hinten lang kann, das weiß ich gar nicht. Mal sehen. Komm mal her. Das wird Kate mal ermitteln. Na, sieht man jetzt noch nicht, aber naja, wird schon gehen. So, dann Jack. Kannst du da auch mal noch, ich würde normalerweise hier hinstellen, aber das wird wieder nicht gehen. Also, naja, gut, jetzt spiele ich schon so viele Folgen, aber diese schräg, dass das irgendwie keine richtige Deckung ist, das ist mir bisher noch nie so richtig aufgefallen. Dann stehst du auch falsch, übrigens, nur um dir das mal mitzuteilen. Hock dich dahin. Bessere Trefferchancen. Und dann auch mal sehen. Da kommt der nächste. Einmal bitte Heavy Reflexfeuer. Einfach nur cool. Oh Mist, das hat er den erwischt. Tja, das ist natürlich ärgerlich. Schade, da hat er zweimal Treffer nicht gereicht. Und aus dem kommt dann auch ein Omega raus. Aber so ist es dann halt mal. Da traue ich mich hinter die Ecke zu gehen. Eigentlich traue ich mich das nicht. Da könnte einer rumgelaufen kommen. Und so schnell kann ich den nicht abschießen. Hier, das kann ich nicht machen. Also drehen wir uns hier hin. Tja, zählt er jetzt als Zivilist hier? Nee, oder? Da kann ich doch drauf schießen. Komm mal her. Na, das ist ja cool. Ich habe wirklich den dahinter umgeschossen. Wie geht das denn? Okay, die Logik erschließt sich mir auch nicht. Gut, das ist eine Streuwaffe, aber die hat die ganze Zeit mehrfach also um den drum rumgeschossen. Oh, gut. Dann ist das so. Okay. So. Dann wollen wir hier nochmal gucken, ob wir da irgendwo was sehen. Zeig doch mal. Ja, wir sehen was. Ich wollte gerade sagen, auch kein Sibillen gesehen. Aber das nutzt mir natürlich jetzt auch nicht viel. Komm mal runter hier. Aber wir kriegen wir schon. Wobei, jetzt mache ich mir schon wieder Sorgen. Die wissen ja nun mal leider ganz genau. Das kann ich so nicht machen. Wo wir stehen. Da schmeißt dann garantiert eine Granate. Tja, mit Jack bin ich aufgestanden, hier hingelaufen. Das ist natürlich jetzt auch doof, sonst würde ich hier hingehen. Ach, das ist gerade schlecht. Kann denn der Panzer, der kann sogar hier durch. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, komm mal her. Hast du jetzt noch den gesehen? Den da, der, ach, das ist doch ein, oh, na gut, die Omegas tun nicht weh.
Naja, dann gehen wir mal erstmal doch hier zurück. Mal gucken. So, weil wenn der hier war er irgendwo, wenn der da rumkommen, weil die Ecke, die habe ich ja eigentlich ganz gut. Dich dahin, ich glaube, die habe ich ganz gut im Visier. Da sollte nicht so viel schlimme Dinge passieren. Oh Mann. Ja, na, das habe ich immer wieder, wenn ich das sehe, dass die so wenig laufen können. Gut, durch die Alpha Wolf habe ich das natürlich auch noch ein bisschen verstärkt. Und mit denen hier bin ich doof geflogen. Naja, nächste Runde werde ich es besser machen. Wenn das noch funktioniert. Schießen sie alle auf den da. Schießt den bloß um. Wir haben ihn nicht umgeschossen. Aber haben eine Menge Treffer rein. Schade, dass Elsa da nicht in der Nähe war. Was hat es denn vom Schild gekostet? Naja, gut, das ist ja noch alles im Rahmen. Und der hier, ach, das ist interessant, da ich glaube, das habe ich auch gelesen, da in den von Charon, weil ich den ja umgeschossen habe, solange da halt, wenn ich ihn halt umschieße, während der noch eingesponnen ist, dann kommt da nichts raus. Das ist natürlich nicht schlecht. Also hier steht einer drin. Und wichtig ist, dass der jetzt hier verschwindet. Und idealerweise macht das natürlich der Heavy. Und dafür muss aber hier die Schildi aus der Schusslinie natürlich. So, du bist weg. Ja, der kriegt eine Niederhaltung. Das ist doof. Aber so ist es denn halt mal. Die anderen stehen ja alle noch recht gut. Wobei, der steht nicht gut. Der sitzt hier dahinter. Das bringt ihm gar nichts. Ach Mensch. Na gut, machen wir das so. Da ist noch einer. Super. Cool. Da ist irgendwo noch ein Zivilist. Sehr schön. Der versucht hinten rumzukommen. So, jetzt habe ich natürlich, hier hat sie gestanden. Das waren die 4 Schüsse auf den. Die hat sie noch nicht geschafft. Naja, gehen wir mal noch ein Stückchen vor. Und hier muss ich natürlich aufpassen, dass mir keiner in den Rücken fällt. Mal Heavy hier lang. Ja, wir den schon finden. Das warst du. Du hast auf den geschossen, ne? Dann schieße ich dich noch um. Das will ich natürlich eigentlich auch nicht. Das Problem ist, wenn ich hau dem bloß um, ja. Boah, das war wieder ein Schuss vom Horizont. aber gut, kein Problem. So, der ist weg. Den Zivilist hat er vielleicht erwischt, vielleicht auch nicht. Schatten, ja, aber auch egal. Okay, gucken wir uns das mal hier an, wer hier geschossen hat. Kriegen wir das raus? Nö. Kriegen wir nicht raus. Nee, ich will hier hinters Haus gehen. Könnte natürlich auch hier rein, aber nee, das ist mir zu unsicher. Wir machen das mal so. Passt schon. Du warst mal niedergehalten, aber das bist du jetzt natürlich nicht mehr. Ach, das sieht ja aus, als ob da das UFO kommt, hä? Kann das sein? Mal sehen. Carmen. Ja, bis hier könnte sie schon. Na, warte mal, ich will mal wieder ein bisschen gucken. Vielleicht finde ich ja dabei auch jemanden. Ach, das, ach Mist, der hat ihn wirklich erwischt hier. Tja, das ist natürlich schade. Tut mir leid für dich, aber. Kann man das gleich nochmal überprüfen? Wenn ich den umschieße, ja, ist er direkt weg. Kommt keiner mehr raus. Das ist ganz gut. Ah, jetzt bin ich ja aber hier. Oh, in der Linie. Wie weit kann denn er? Der kann hier nicht drüber, der Panzer. Aber bis hier kann ich natürlich. Und dann habe ich dahinter auch Jack geschützt. Also, okay. Mal das mal so. Heavy kann aufrücken.
kann mal hier dahinter. Dann kann er die nächste Runde vorspringen. Ich werde ihn schon aufgeklärt bekommen. Und du solltest ja eigentlich dahinter gucken. Ups, komm da hier, falls hier hinten einer unterm Haus ist. Nee, ist gerade nichts zu sehen. Da drin ist auch nichts. Und hier auch nicht. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Passt. So, das hier haben die so ein bisschen ja schon ganz gut im Sichtfeld, aber richtig toll ist es ja auch nicht. Ich nehme mal an, da ist gar nichts. Ja, so sieht das hier auch aus. Da ist einer, nein, da ist keiner. Bock dich dahin. Dann. Oh Mann, ich das immer sehe. Naja, es hilft ja nichts. Hier werden sie schon so nach und nach ausgebildet bekommen. Das hat ja bei den anderen auch funktioniert. So, Emily, du hockst dich da auch hin. Das ist doch deutlich sicherer. Und du kannst mal hier dahinter. Ich hoffe, der schießt nicht auf mich. Weil wenn da der Tank gesprengt wird, das wäre auch, wenn er mich nicht trifft, ungesund. So, das ist wieder von ein bisschen weiter hinten, aber dafür habe ich den Tank ja dahingestellt. Passt. Plan funktioniert. Okay, aber dann wollen wir mal schauen. Das könnte natürlich sogar sein, dass die da aus dem UFO rausschießen. Wäre möglich. Gehen wir mal hier dahinter. Da ist das UFO. Genauso ist das auch, wie ich mir das jetzt gerade schon gedacht habe. Na gut, alles klar. Dann haben wir hier Heavy 1. Du stellst dich hier dahinter. Passt. Nächste Runde wird die Tür aufgeschossen. Dann seid ihr hier oben natürlich eigentlich eher alle ein bisschen sinnlos aufgestellt. Naja, warte mal, vielleicht können wir hier nochmal gucken, der sich noch irgendwo einer versteckt hat. Hier ist Ende, oder? Na, ist auch, hat sich keiner versteckt. Okay, und dann hier dahinter. Den sehe ich beim Ranfliegen auch gleich, ob da noch wer ist, aber keiner da. Alles super. Na denn ran hier. Du gehst auch hier hinter dem Ding lang. Komm her. Elsa, oh, das ist mir viel zu gefährlich. Geh hier hinten rum. Du kannst natürlich hier lang. Das passt. Okay. Sehr schön. Dann wollen wir mal schauen, wo wir uns jetzt hier aufbauen. Ernstfall könnte ich da aufs Dach und von da runterschießen, aber von hier hinten nach oben, das ist natürlich auch wieder nichts. Da würde ich sagen, dann eher hier hinter die Hauswand. Hier könnte ich auch hier mal bei. Mal gucken mal nach hier, nicht, dass hier irgendwo noch einer steht. Ich sehe hier die ganzen Matschsachen da sehe. Wäre ich ein bisschen vorsichtiger. Okay, so heavy. Quatsch, heavy. Was soll's? Du kannst mal hier aufrücken Richtung Haus. Dann haben wir da den nächsten. Du kannst da auch hingehen. Übers Haus könnte man ja dann auch vielleicht noch was machen. Du willst meinen Panzer beschießen, das ist aber nicht nett. Knabe. Na. Ist schon weg. Okay. Hat er da noch mehr davon rumstehen? Ich sehe es ja gerade schlecht, aber na gut, schlechte Sicht, das kann man ja. Hallo. Das kann man ja ausgleichen. Da ist noch einer. Naja, allzu viel sind ja vielleicht sowieso nicht mehr da, oder? Na, das war natürlich jetzt. Okay, jetzt habe ich mir die Deckung weggeschossen. Das war jetzt blöd. Gut, dann wollen wir den mal hier aus dem Spiel nehmen und dann brauchen wir Rauch. Klar. Was war das denn? Meine Güte. Was habe ich denn hier für Personal mitgenommen? Naja gut,
Das war Niklas, naja. Mensch, Niklas, naja. Du bist ja nur der Ersatzmann, aber ein bisschen mehr habe ich mir da schon von dir versprochen. Guck mal, Chloe hat das schon viel besser gemacht. Ja, da war es das schon. Naja, da war durchaus gerade ein kleines bisschen die Hoffnung. Das war ja nur so ein kleiner Hopser. Aber für den kleinen Hopser immerhin 16 Gegner. Naja, viel war ich jetzt auch nicht, ne? Aber okay, da kam jetzt natürlich hier nicht besonders viel rum. Irgendwie schade. Ich meine, ich habe viermal geschossen mit ihr. Und wieso kriege ich dann nur ein Accuracy? Naja, egal, was soll's. So ist es denn halt mal. Kein Problem. So, tja, aber Mensch, nehme ich die Crashzeit da auch noch. Bin ich ja fast in Versuchung. Aber nach Haus fliegen muss ich sowieso. Und überleg mal, wie lange ich hier hingeflogen bin. Da ist die weg. Die war ja auch schon eine Weile da. Nee, mache ich nicht. Da lasse ich mich mal nicht drauf ein. Fliegt ihr mal heim. Die Evex kann dann auch hier. Ups, jetzt ist Heavy Smoke schon fertig geworden. Dann mach mal hier auf die Fusion Grenade. Dich wollte ich nach Hause schicken. Return to Base. So, na gut. Hier wird fröhlich weiter fleißig an der Sentinel Armor geschraubt. Ich hoffe, die werden da bald fertig. Weil die hätte ich natürlich dann schon jetzt mal bald gern gehabt. So, das ist ja, kann man auch mitfliegen. Ja, was denn zum Extra Time React? Schauen wir mal, haben wir ja die Buzzard Armor im Vergleich. Ach, naja, gut. Mal sehen, zeig mal. 45, 45, das war hier, glaube ich, beides mal 70 und Brand und Chemie natürlich deutlich besser, aber das Interessante sind vor allem hier Reflex 15 Action Points plus und die Sentinel hat 20 und Reflex ist auch ganz stark erhöht. 10% Action Points. Requirements, auch das fürs Schießen. So, aber das Ding hat 22 Range und großen Radius. Gewicht 10. Jo, das Gewicht ist gesunken, das Sichtfeld leicht erhöht, Sichtweite auch erhöht. Ja, das ist eine super Rüstung. Also die kriegen auf jeden Fall auch meine drei Scharfschützen und natürlich auch meinen Aufklärer Kate und dem Nachwuchs würde ich es auch geben, weil das ist ja dann mit Gewicht 10 die gleiche Gewicht wie die Alpha Wolf. So, nun habe ich ja noch zwei Reste drin gehabt. Aber jetzt schaue ich doch noch mal, ob hier nicht noch Dinge drin sind, die ich vielleicht lieber hätte. Und ich glaube, Electron Technology würde ich definitiv auch noch lieber haben als diese Reste da. So, und dann sieht's denn aus. Gut, die haben sie gleich fertig. Fusion Grenade ist nicht gar so wichtig. Die Rocket würde ich ja denn da als Ersatz für die anderen mitnehmen. Aber die Granaten, boah, das passt ja. Okay, dann Armor und Shields. Jetzt erschreckt mich nicht mit den Anforderungen, aber passt. Light Fiber 64 ist natürlich schon eine Hausnummer. Da könnte ich nicht mal 10 Rüstungen bauen, aber ich brauche ja keine 10. Ich brauche ja nur 5. Und Alloys ist auch kein Problem. Naja, und Light Fiber, das sollte sowieso kein Problem sein. Gar kein Vergleich zu dem Alenium, wo ich ja letztens drüber nachgedacht hatte. Einfach deshalb, weil die kriege ich ja aus den Leichen raus, Betäubte oder eben auch eben Leichen. Und da habe ich noch massenhaft im Lager rumliegen, die kann ich zerlegen, da kriege ich wirklich viel raus. So, das heißt, dann gehen wir hier rauf, 5 Stück bitte. 2 Tage, 12 Stunden, naja, das sieht ja so gar nicht schlecht aus, das müsste sich ja fast ausgehen zur nächsten Welle. Und ja, in 2 Stunden kommen ja noch hier 40 dazu. Die Rockets baue ich gerade mal noch fertig. Alles klar. Das wird wahrscheinlich ja gleich passieren hier. Okay, da haben wir es schon. Alles klar. Dann haben wir das hier weg. Dann macht mal hier einen Tag, 4 Stunden. Ja, das kriege ich auf jeden Fall noch bis zur nächsten Welle hin. Das wird gar kein Problem sein. Okay, na dann, heimwärts. So weit, so gut. Dann warten wir, bis die Rüstungen fertig sind und dann werde ich auch gleich ja noch die neuen Granaten und Raketen verteilen. Das passt ja dann auch noch.
Ja, mal sehen. In Australien wird auch wahrscheinlich dann bald mal wiederkommen. Also, dass sie sich da melden, wenn was zu tun ist. Oh. Weiß gar nicht, aus dem Elektronen, Zeugs, ja, Elektronentechnology, was da alles rausfällt, aber wir werden es ja gleich erleben, mal sehen, was wir da so haben. Oh. Oh je, also so eine große Liste hätte ich jetzt allerdings doch nicht erwartet. Meine Güte, was haben wir denn da alles? Machen wir direkt von unten an den Schockbutton. Da gibt es dann also eine Verbesserung. Das ist ja sehr schön. Dann muss ich denn demnächst nicht mehr mit den kleinen Dingern umhantieren, aber gut, da werde ich eh das Problem haben. Ja, den dann wieder unterzukriegen. Aber das ist eine andere Geschichte. Elektronen-Pistol-Rifle und EMP. Oh, na, das sieht denn schon hier nach Betäubungs- und EMP-Waffen aus. Könnte sein, aber am interessantesten sind natürlich die zwei Dinger hier oben, das ist ja gar keine Frage. Base Upgrade und Quantum Cryptology Center. Wollen wir mal gucken. Das ist natürlich beides, glaube ich, was, was ich unbedingt haben will. Was gibt's denn beim Base Upgrade? If successful, increase our research and manufacturing efficiency. What's the level as to look into some of the more advanced things? Okay, das heißt, dann geht es irgendwo weiter. Aber das Wesentliche ist zunächst mal, dass eben das Bauen und das Forschen schneller gehen. Okay, und was haben wir hier? Based on our central electron and will take some more time. Should be able to determine the precise without intention of invading crafts. Ja, das ist natürlich cool. Da sehe ich dann, was für Aliens auf den UFOs hocken und was das für eine Mission ist. Das ist natürlich super. Da kann ich das viel besser einschätzen. Ja, aber andererseits muss man natürlich sagen, bisher ging das auch ohne ganz gut. Also das ist eine witzige Sache, die will ich auf jeden Fall haben. Aber ich bin überzeugt davon, Base Upgrade ist wichtiger. Deshalb ziehen wir das auch mal direkt mit voller Forschungskraft hier rein. Toll. Huch, jetzt kommt er hier gleich auch nochmal. Naja, denn auf geht's nach Australien, das hat gleich bald mal was kommt, das habe ich mir schon gedacht. Dann schauen wir mal hier. Wir brauchen also noch drei Hangars. Jo. Das war ja hier schon so drin. Ja, also ich meine, das hat sich bei dem anderen bewährt. Dann werde ich das hier auch so machen. So, und dann haben wir hier die drei Radare natürlich, die da reinkommen. Und dann haben wir 8 Mag-Batterien, oder? Ja. So ist es. Na dann, nicht Blindradar-Array damals. Tja, hier geht dann erstmal noch nichts. Und dann gibt es hier die Mag-Batterien. Ja, irgendwie weiß ich nicht. Ist ja, naja, von den Zeiten 10, 10, 10, naja, wird eng mit dem Monat. Aber naja, mal sehen, wird schon irgendwo. Wird sich schon irgendwo ausgehen. Tja, ich weiß gar nicht, dieses Quantencenter, muss ich das denn irgendwo bauen? Ich würde es ja fast vermuten. Und das ist natürlich auch nicht so einfach. In meine Hauptbasis kriege ich das ja gar nicht rein. So, die Sentinels sind fertig. Sehr cool. Hätte ich nicht eben. Das ist der große. Ach, das war ein Medium Shuttle, ja. Ich habe da irgendwo auch was erzählt, glaube ich, von Missile Corvette. Das war natürlich falsch. Okay, den Cruiser haben wir auch noch hier. Könnte mal beide zerlegen. Na. Es hängt wieder. Okay. So. Dann wollen wir mal hier an die Verteilung gehen. Das erste ist mal natürlich Kate Buzzard. Zeig mal 54. Jo, boah, das sieht ja aus. Fettes Teil. Ja, na gut, sieht man gar nicht mehr vorm Kopf. Da haben wir hier teilweise so hübsche Damen. Und dann sieht man gar nichts mehr von ihnen. Ist ja schade. Aber die Rüstung an sich, die hat schon was. Die sieht schick aus, finde ich. Keine Frage. Na gut. Das ist jetzt mal dein Default. Tja, hier könnten wir dann auch, ja, du kriegst doch mal hier Heavy Smoke.
Wobei, eigentlich war ich ja da schon wieder weg. Wegen der Kosten, ne? Na gut, aber Alois geht ja eigentlich. Das ist nicht gar so schlimm. Das kann ich eigentlich schon machen. Okay, also, machen wir das mal hier. Ein paar habe ich ja denn sicherlich. Wo sind sie denn da unten? Will mir das zumindest mal angucken, wie das aussieht. Kriegst du zwei von denen mit. Ja, von wegen zwei von denen mit. Nö, mache ich nicht. Das ist ja wieder ein Käse. Oh Mann. Aber na gut, das wusste ich ja. Das kann ja jetzt nicht überraschen. Das war ja das Problem. Ich habe ja auch gesagt, dass das Backhead eigentlich nicht wirklich geht. Aber ich lasse es jetzt mal so, die eine Überladung, die sei es denn mal. Ich habe ja hier auch gerade wieder ein paar Time-Units dazu gekriegt. Also das ist sicherlich schon machbar. Aber ja, mein Gott, diese Doppelgewichte da. So, die Heavies, nein, da ist ja nichts. Es geht ja hier um die Sniper, die kriegen dann auch Sentinel. Da entspannt sich's ein bisschen, die könnten sich das sicher leisten. Nehmen wir da zwei von so raus. Zack, aha, na gut, da haben wir auch einen. Also bei denen will ich, naja, machen wir es gleich so. Jo, da will ich nicht überladen. Also da ist mir eigentlich am Anfang jeder Time Unit wichtig. Die rennen ja ein bisschen rum und schießen ab. Also die überlade ich nicht. Das wird nicht passieren. Dann kommst du hier ran. Ich werde wahrscheinlich sowieso gleich austauschen. Du sollst, naja, warte mal. Ich denke mal, dass Sanne inzwischen geheilt ist, ja. Dann kommt sie sowieso wieder mit. Das war keine Leistung, Niklas. Du hast eine Chance bekommen, aber du hast sie nicht genutzt. Das sieht ja schon aus. Okay, so ist es denn mal. Ja, weiß noch nicht, ob Elsa denn nochmal mitkommt. Wenn es wieder eine einfache Mission ist, dann würde ich sie selbstverständlich wieder mitnehmen. Aber ansonsten, ja, wahrscheinlich denn eher wieder Emma. Okay, so, jetzt war ja noch die Sache mit den Raketen zu klären. Ich werde eine vielleicht doch mitnehmen von den Schockraketen. Das macht schon Sinn. Aber die eine soll dann genügen. Dann nehme ich eben eher hier noch von den Fusion-Raketen lieber zwei mit. Die machen schönen Flächenschaden. Ja, mehr kriege ich leider nicht rein als diese fünf Raketen. Das ist halt hier ein bisschen unglücklich mit der Platzaufteilung. Und ergibt sich die Frage, Magazine, die drei, ist eigentlich nicht nötig. Also ich denke, zwei reicht aus. Das hat sich eigentlich so erwiesen. Und ich könnte ja, na, eigentlich Platz habe ich ja noch. Das ist ja, dann nehme ich hier noch so ein Medipack mit, so ein kleiner, so ein, was ist das? Heavy First Aid. Und dann kriegt da noch eine Granate, aber was denn dann? Nochmal Rauch? Aber du kannst natürlich eigentlich auch die dicken Rauchdinger tragen. Ne? Machen wir das so. Dann sind die auch schon bald wieder alle. Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das denn bei denen wird. Tja, die Materialkosten, das wird noch so eine Sache werden. Das wird kein Problem sein vom Geld. Das kann man jetzt, glaube ich, schon sicher sagen. Es steigt zwar nicht gigantisch, aber ich werde wieder ein kleines Plus machen im Mai. Das ist, glaube ich, jetzt schon sicher. Ja. Und ich gebe ja dann auch Indochina wieder frei, also das ist überhaupt kein Problem. Vom Geld her wird das gehen. Naja, mal sehen. Tja, naja, ich glaube. Noch die nächste Alienwelle oder gar eine Bodenmission, das macht dann irgendwo doch keinen Sinn. Gut, wenn ich eine schnelle Bodenmission hätte, wird's schon noch gehen, aber ich denke, ich werde dann hier vielleicht doch mal noch den, sagen wir mal, 17. abwarten, das haben wir ja gleich. Und ja, dann soll es denn genügen. Wo sind wir denn hier? Oder kommen noch die
Uhus. Die zerlegten, ja, alle beide. Rein gut, tja, was machen wir jetzt? Klar, die Fusion Grenade könnte ich fertig bauen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Na gut, vielleicht dann habe ich sie aus der Liste raus. Warte mal, wie lange geht denn das? Naja, das geht ganz schön flix. Ach, naja, gut, kann ich ja vielleicht machen. Das warte ich gerade mal noch ab. Kriegen wir denn doch noch hin? Und ja, also neue Flieger bauen, das wäre ich jetzt nicht mehr. Das ist mir doch zu unsicher, wenn ich glaube, wir sind ja hier schon 2,5 Tage, da wird sicherlich bald die nächste Alienwelle kommen. Und dann werde ich vielleicht noch ein paar Waffen zerlegen. So, die Fusion Granate ist auch fertig. Was haben wir denn hier so? Wave-Rifles, das ist ja schon mal nicht schlecht. 15 Stück. Gut, ich denke, hier in der Phase werde ich die wohl nicht mehr brauchen, die die Cores. Wird jetzt nicht damit rechnen, dass ich da noch groß was baue. Aber die nächste Phase kommt bestimmt und außerdem, wer weiß, vielleicht passiert ja doch noch was. Jetzt werde ich die erstmal alle, die ich hier so habe, da reinstellen. Und dann so nach und nach, wenn ich einmal schon einmal hier in der Liste bin. Hier, zack, nochmal nach oben, kommt ja noch was. Heavy Pistol, die brauchen 3 Stück jeweils. Und hier haben wir dann nochmal 8. Boah, das ist ja wirklich denn. Das ist eine lange Liste jetzt, die ich mir hier gebaut habe. Komm. Klick, klick. So, dann teile ich das doch mal ein bisschen auf hier. Damit ich nicht dauernd hier rein muss. Sagen wir 20, der kriegt hier. Ach, machen wir das so. Geht schnell. Dann habe ich noch irgendwo einen gehabt mit wenig. Hier ist noch 2. Okay. Alles klar. Dann könnt ihr da mal fröhlich zerstückeln. Und ja, ich denke, an dieser Stelle soll es denn für diese Folge auch genügen. Keine Ahnung, wann die nächste Welle kommt. Natürlich, woher so nichts auch ist. Aber ich denke, so in den nächsten 1, 2 Tagen wird das sicherlich passieren. Aber das werden wir dann in der nächsten Folge erleben. Für den Moment, dann also wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.